Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp von Drack. Guten Tag. Damit uns mehr Geld in der Tasche bleibt, sollen die Steuern gesenkt werden. Eine Reform ist heute Thema beim Treffen der Landesfinanzreferenten im Burgenland, an dem auch Landeshauptmann Markus Wallner als Zuständiger für Vorarlberg teilnehmen wird. Wallner sowie immer mehr ÖVP-Politiker fordern eine Steuerentlastung, was ja von der Bundespartei bislang ausgeschlossen wurde. Oberstes Ziel sei aber ein Nulldefizit im Jahr 2016. Dass es bei dem Plan bleibt, wollen auch die anderen Finanzreferenten. Vorarlberg hat eine der niedrigsten Toleranzgrenzen bei Geschwindigkeitsübertretungen. Das zeigt ein Vergleich mit Salzburg, wo die Grenzen ab Juni reduziert werden. In der Mozartstadt gibt es künftig eine Toleranz von 5 km/h über dem Tempolimit. Bei Radarboxen in Vorarlberg ist das bereits der Fall. Lasergeräte blitzen hierzulande schon bei 4 km/h drüber, so Verkehrslandesrat Rüdisser gegenüber Voll.at. In der Testamentsaffäre klagt ein geprellter Erbe nach dem anderen nun auf Schadenersatz. Am Landesgericht Feldkirch forderte gestern erneut eine Betroffene vom ehemaligen Grundbuchspfleger des Bezirksgerichts Dornbirn eine Entschädigung. Sie wurde um ein 300.000 Euro Grundstück geprellt. Sie verlangt zumindest die Prozesskosten in Höhe von 15.000 Euro zurück. Ein Vergleich steht im Raum. Und heute geht das vorerst letzte Ländle-Derby zwischen Altach und Lustenau für eine unbestimmte Zeit über die Bühne. 3 Runden vor Schluss steht ja Altach als Meister und Aufsteiger schon fest. Abseits der Rivalität gilt es für Lustenau heute zu Hause zudem noch Platz 2 in der Tabelle zu verteidigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ein schönes Wochenende und bis am Montag.